بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Wir haben das letzte Mal den Punkt besprochen, und zwar die Bestätigung der Herrschaft Allahs Azza wa Jal, also Tawhid al-Rububiyyah. Wir haben gesagt, dass al-Rububiyyah bedeutet, oder anders als Frage formuliert, was war noch einmal Tawhid al-Rububiyyah? Worum geht es da? In einem Satz. Die Bestätigung Allahs in seinen Taten. Zu bestätigen, dass diese Taten nur Allah ausübt, kein anderer. Das ist Tawhid al-Rububiyyah. Seine Taten, Jalla fi'ula, wie zum Leben rufen oder das Leben nehmen, das Heilen, das Versorgen, das Lenken der Angelegenheiten und so weiter und so fort. Das sind Taten Allahs. Keiner versorgt außer Allah. Keiner nimmt das Leben außer Allah. Keiner gibt das Leben und schenkt das Leben außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es sind also die Taten Allahs tabaraka wa ta'ala, die wir hier bestätigen müssen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, eines seiner Namen ist Ar-Rabb. Und Ar-Rabb bedeutet derjenige, der versorgt bzw. der fürsorglich ist, derjenige, der sich um alles kümmert, alle Angelegenheiten lenkt, das ist der Herr. Und deswegen ist ein Name Allahs Ar-Rabb, weil er sich um diese Schöpfung kümmert, weil er sie versorgt, weil er fürsorglich ist. Subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir gesagt, die Formen der mangelnden Bestätigung dieses Aspektes, dieser Art und Weise des Tawhid sind zum einen was? Wir haben drei Punkte erwähnt, beziehungsweise der Verfasser hat drei Punkte erwähnt, was im Gegensatz zum Tawhid im Bereich Rububiyyah steht. Das war zum einen die Leugnung der Existenz Allahs Azza wa Jal. Die Leugnung der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala, das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir einige Taten Allahs leugnen, dass man sagt, Allah versorgt nicht, Allah lenkt nicht die Angelegenheiten, Allah erschafft nicht, Allah nimmt das Leben nicht, Allah heilt nicht. Das ist eine Art, die im Widerspruch zum Tawhid in Ar-Rububiyyah steht. Und die dritte Form war, dass wir Taten Allahs anderen zuschreiben, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Dass wir sagen, es gibt noch einen anderen, der erschafft, außer Allah. Es gibt noch einen anderen, der heilt, außer Allah. Es gibt noch einen anderen, der versorgt, außer Allah. Das sind die drei Fehler, die man machen könnte. Möge Allah uns vor allen Fehlern bewahren. In Bezug auf die Taten Allahs. Erstens, die Existenz zu leugnen. Zweitens, irgendeine Tat zu leugnen. Und drittens, eine Tat, die eigentlich nur Allah zugeschrieben werden darf, einem anderen außer Allah Azza wa Jal zuzuschreiben. Das sind diese drei Fehler. Dann haben wir auch gesagt, dass der Glaube an die Existenz Allahs und an seine Taten subhanahu wa ta'ala nicht ausreicht, um gläubig zu sein. Denn die Polytheisten, diese Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben nie geleugnet, dass Allah existiert. Das stand nie zur Frage.
Und sie haben nie geleugnet, dass Allah das Leben nimmt und dass Allah Azza wa Jal der Versorger ist, sondern sie haben die Götzen benutzt, um näher zu kommen zu Allah. Sie haben von den Götzen einiges erfragt und gebeten von ihnen, sodass sie Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Und daher muss man zusätzlich zur Bestätigung der Herrschaft Allahs, dass er der einzige Herrscher ist, also dass er der einzige ist, der diese Taten umsetzt, zusätzlich dazu müssen wir an sein Recht der Dienerschaft glauben. Und das ist eben die Folge dieser ersten Art des Tawhid, also Ar-Rububiyyah. Die Folge davon ist Tawhid Al-Uluhiyyah, welches nun unser Thema heute sein wird, bi'idhnillahi ta'ala. Nun heißt es auf Seite 76, der Glaube an seine Göttlichkeit, also Uluhiyyah. Uluhiyyah ist eine Ableitung des Wortes Al-Ilah, der Gott. Und dieser ist der, der angebetet und dem gehorcht wird. Al-Ilah ist einer der schönsten Namen Allahs und Al-Uluhiyyah ist eine der herrlichen Eigenschaften Allahs. So ist er der, der vergöttlicht wird, das heißt, dem gedient wird, den die Herzen vergöttlichen, dem sie Gehorsam leisten und sich ihm unterwerfen müssen, dem sie sich in Liebe zu ihm und Vertrauen in ihn fügen müssen. Bleiben wir mal bei diesem Wort Al-Ilah. Allahu Jalla wa Ala hat Namen und Eigenschaften und zu diesen Namen gehört der Name Allah. Allah ist einer oder der Name Allahs schlechthin, wie Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah erwähnte, der Name, der alle anderen Namen umfasst. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Begriff, dieses Wort, dieser Ausdruck, dieser Name umfasst alle anderen Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Allah nun, dieser Name, stammt von dem Wort Al-Ilahu ab. Und wie? Nun, indem man dieses I bei Al-Ilahu wegnimmt, dann bleibt nur noch Al-Lahu. Ja? Also von Al-Ilahu, nimm das I weg, dann bleibt Allahu. Das bedeutet, die Bedeutung von Allah ist Al-Ilah. Die Bedeutung von Allah ist was? Ist Al-Ilah. Was heißt nun Al-Ilah? Al-Ilahu kommt nun von dem Verb Alaha Ya'lahu Ilahatan. Alaha oder Aliha und Aluha. Was bedeutet das? Das bedeutet dienen. Alaha bedeutet, man dient etwas, man verehrt etwas, man betet etwas an. Das ist Alaha. Al-Ilahu bedeutet nun die Passivform, also derjenige, der gedient wird. Das ist genauso wie Kataba, zum Beispiel schreiben, das Verb schreiben. Wenn du dieses Verb nun in diese Schablone reinsetzt, Fi'al, Schablonen sind ja immer Fa'ala, Yaf'alu, Maf'ul, Fi'al und so weiter und so fort. Immer haben sie etwas mit diesen Buchstaben zu tun. Jetzt gibt es eine Schablone, die nennt sich Fi'al. Ja? Wenn ich nun dieses Kataba so einsetze in diese Schablone, dann habe ich was? Kitab. Und Kitab ist das, was geschrieben wurde. Ja? Das ist das, was geschrieben wurde. Also, wenn ich also genauso Alaha benutze und es in diese Schablone reinstecke, dann habe ich Ilah. Dann bedeutet Ilah was? Derjenige, der gedient wird, verehrt wird, dem man gehorcht. Subhanahu wa ta'ala. Also nochmal. Allah kommt von Ilah. Ilah kommt von Alaha und zwar in die Schablone Fi'al. Also haben wir dann Bedeutung von Ilah. Jetzt will ich es nicht übertreiben, aber das ist dann der letzte Schritt. Ilah, Fi'al, im Sinne von Maf'ul, also Ma'luh, das bedeutet derjenige, den man dient. Das ist diese Bedeutung von Al-Ilahu. Und Al-Uluhiyyah ist nun das Substantiv, das dies eben umfasst, diese Bedeutung, eben die Dienerschaft, die Anbetung, die Verehrung, die Unterwerfung. Das ist Al-Uluhiyyah.
Was bedeutet nun Alaha oder Abada? Nee, jetzt habe ich es gesagt. Alaha oder Uluhiya bedeutet also Abada. Alaha ist gleich Abada. Was heißt Abada? Dienen. Und deswegen nennt man das Tawhid al-Uluhiya und man nennt es auch Tawhid al-Ubudiyya. Und man nennt es auch Tawhidul Ilahiyya. Ja, das ist alles das Gleiche. Ob du sagst Tawhidul Uluhiyya, Tawhidul Ilahiyya, Tawhidul Ubudiyya, was meinen wir damit? Wir meinen damit die Bestätigung des Rechts Allahs Azza wa Jal einzig angebetet zu werden. Keiner hat das Recht neben Allah subhanahu wa ta'ala, dass er angebetet wird. Gut. Das Bekenntnis der Einheit, und das habe ich schon öfters erwähnt, dass Einzigkeit vielleicht hier nicht schlecht wäre. Das Bekenntnis der Einzigkeit Allahs in seiner Göttlichkeit bedeutet, sich in der Anbetung allein ihm zu widmen und ist darum, damit der Mensch mit Gewissheit weiß, dass er einzig Allah ist, dass es einzig Allah ist, der in Wahrheit der Angebetete ist und dass die Eigenschaften der Gottheit in keinem seiner Geschöpfe zu finden sind und keinem gebühren außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Mensch sich dessen bewusst ist, widmet er sich in äußerer und innerer Anbetung Allah, folgt den von ihm vorgeschriebenen Gesetzen und hat keine andere Absicht, als das Wohlgefallen seines Herrn zu erlangen und von ihm belohnt zu werden. Und zu diesem Punkt gibt es nun mehrere Aspekte und mehrere Themen. Erst einmal wird hier erwähnt, was ist der, bitteschön, der Beleg dafür, dass wir überhaupt Allah Azza wa Jal dienen müssen. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Ubudu rabbakum. Und das ist natürlich ein Befehl. Und die Befehlsform deutet auf eine Pflicht hin. Al-Amr yufidu al-Wujub. Das bedeutet, wenn wir einen Befehl sehen und es gibt keinen Hinweis, der diese Befehlsform von der Pflicht zu einer freiwilligen Tat umwandelt, dann bleibt die Pflicht eben aufrecht erhalten und somit ist es eine Pflicht, dass wir Allah anbeten. Das bedeutet, es ist wajib oder es ist fard. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, bedeutet was, wenn es fard und wajib ist? Bitte? Die Unterlassung wird bestraft. Ja? Allah azza wa jal sagt auch, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und Allah azza wa jal sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Das heißt, diese Botschaft ist die Botschaft aller Propheten. Von Adam alayhi salam bis zum letzten aller Gesandten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alle Propheten und Gesandten Allahs azza wa jal haben dazu aufgerufen, einzig und allein Allah azza wa jal anzubeten. Es gab nie einen Propheten, es gab nie einen Gesandten, der gesagt hat, nein, betet doch bitte mal zwei Götter an oder drei oder betet keinen Gott an oder betet mich an anstelle von Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern die Aqidah aller Gesandten ist gleich. Die Aqidah, dass wir Allah einzig anbeten sollen, ist unter den Gelehrten gleich und wird von keinem, unter den Gesandten meine ich, ist gleich und wird von keinem Gesandten bestritten. Und Allah Azza wa Jal sagte und im Koran und erwähnte, dass das der Sinn des Lebens ist und der Grund unserer Existenz, als er sagte, Subhanahu wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Es gibt keinen anderen Grund, warum du erschaffen wurdest, als dass du Allah subhanahu wa ta'ala dienst. Und deswegen muss jeder Muslim, sogar jeder Mensch sich fragen, gehe ich dem nach, meinem Sinn des Lebens? Lebe ich gemäß meinem Sinn des Lebens oder widerspreche ich mit meinem Leben den eigentlichen Grund, warum ich existiere. Allah Azza wa Jal sagte auch, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وهم مهتدون. Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Und die Ungerechtigkeit hier ist was? Mit was ist mit Ungerechtigkeit gemeint? Ja? Genau, einen anderen außer Allah Azza wa Jal anzubeten. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte in einer anderen Ayah, dass Luqman zu seinem Sohn gesagt hat, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Also, o mein Sohn, diene keinem anderen außer Allah, denn die Beigesellung, also Ashirk, ist wahrlich eine große Ungerechtigkeit. Das heißt, Allah Azza wa Jal zu dienen, das ist gerecht, denn Allah Subhanahu wa Ta'ala hat es verdient, dass wir ihm dienen. Und wenn wir anderen außer Allah dienen, dann sind wir Ungerechte, möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal sagte auch, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet für wahr Allah das Paradies und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Helfer haben. Und das bedeutet und das belegt und beweist, dass derjenige, der stirbt und nicht einzig und allein Allah angebetet hat, dass dieser nicht aus dem Höllenfeuer herauskommen wird, möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. In der Sunna gibt es auch Belege und dazu werden hier diese Ahadith erwähnt, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Wer stirbt und jemand anderen außer Allah anruft, gelangt ins Feuer, möge Allah uns davor bewahren. Ja, also wer einen anderen anbetet. Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala al-jannah. Das heißt, wer Allah begegnet und ihm nichts beigesellt, der betritt das Paradies. Ja, so klar ist die Angelegenheit. Wer Schirk begeht, kommt nicht ins Paradies. Wer Tauhid vollbringt und bestätigt und einhält, der gelangt in das Paradies. Dann kommt der nächste Punkt, und zwar, was ist überhaupt Ibadah? Al-Ibadatu ist, also bedeutet die Dienerschaft. Und Al-Ibadah bedeutet, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah es definiert hat, die Definition finden wir auf Seite 82. Und zwar die Anbetung Allahs. Ibadah ist dem Gesetz des Islam gemäß die Bezeichnung für alles, was Allah liebt und sein Wohlgefallen findet, seien es Worte oder Taten, sichtbar oder verborgen. Das ist Al-Ibadah. Also Al-Ibadah ist alles. Oder Al-Ibadah ist ein Begriff, ein Ausdruck, das alles umfasst, was Allah liebt, an Aussagen und Taten, geborgen oder offenkundig. Also haben wir folgende Formen der Ibadat. Wir haben Aussagen, die Ibadat sind, und wir haben Taten, die Ibadat sind. Und jeweils die Aussagen und die Taten werden nun unterteilt in offenkundige und verborgene. Somit kommen wir zu folgenden vier Formen der Ibadat. Wir haben verborgene Aussagen und offenkundige Aussagen. Und wir haben verborgene Taten und wir haben offenkundige Taten. Das sind die vier Arten, die man als Ibadat bezeichnen kann. Wer kann nun Beispiele geben? Was sind offenkundige Aussagen, die als Ibadah zählen? Na. Wenn man gut über ihn redet, wenn man die Wahrheit redet. Also, dass man die Wahrheit sagt. Okay. Was noch? Was gibt es an offenkundigen Aussagen, die Ibadah sind? Ja? Das Gebet besteht sowohl aus Aussagen, ja, aber auch aus Taten. Ja, die Definition, wie wird das Gebet definiert im Fiqh? Was ist die Definition von As-Salah im Fiqh? Die fachspezifische? Ja,
Aber nicht nur Handlungen. Genau, Aussagen und Taten oder Handlungen, die mit dem Takbir beginnen, mit dem Taslim enden. Gut, was sind noch Aussagen, die als Ibadah zählen? Ja? Da'wa in der Öffentlichkeit, wenn man dann also zu Allah aufruft. Ja? Was noch? Adhan. Ja? Das sind aber keine Aussagen. Es geht jetzt nur um die Aussagen. Was sind noch Aussagen? Okay, das ist vielleicht ja eine Tat, aber wie in welcher Form wird es so eine Aussage? Also was? Aussprichst. Genau, das Aussprechen von Al-Shahada, das ist eine Aussage. Koran lesen, das ist eine Aussage. Dhikr aussprechen, Dua machen, das ist eine Aussage. Also wenn du Dua aussprichst, das ist eine Aussage. Und so weiter. Also alles, was du mit deinem Mund an Wörtern aussprichst und Ibadah ist, das sind die offenkundigen Aussagen. Was sind nun die verborgenen Aussagen, die eine Ibadah sind? Ja? Sehr schön. Also, wenn wir über verborgen reden, dann geht es um das Herz. Also, verborgene Aussagen oder auch verborgene Taten sind Aussagen und Taten des Herzens. Was sind denn nun die Aussagen des Herzens? Ja? Die Liebe für Allah ist keine Aussage. Ja? Die Niyyah ist ebenfalls keine Aussage. Ja? Dann benutzt du ja deine Zunge. Das ist wieder eine Aussage, die offenkundig ist. Die hört man ja. Ja? Also wenn du halt weißt, es kommt von Allah, das ist ein Geschenk, dann musst du ihm eigentlich danken. Das ist eine Tat. Das Danken ist eine Tat. Dhikr ist eine offenkundige Aussage. Verborgene Aussagen sind die Glaubensbekenntnisse. Dass dein Herz an Allah glaubt. Dein Herz sagt, ich glaube an Allah, ich glaube an die Engel, ich glaube an die Bücher. Alles, was in deinem Herzen an Aqida verinnerlicht wird, das sind Aussagen deines Herzens. Dein Herz sagt, ich bezeuge, dass es Engel gibt, ich bezeuge, dass es das Paradies gibt. Das sind die Aussagen des Herzens, also die Glaubensinhalte. Gut, dann haben wir also, genau, also Al-Iman. Wenn an alles das, was du glaubst, das entsteht ja im Herzen. Es endet nicht dort, wie wir sehen werden, inshallah. Aber es entsteht dort. Was sind nun offenkundige Taten und verborgene Taten? Fangen wir mal mit den offenkundigen Taten an. Was sind offenkundige Taten? Offenkundige Taten, haben wir gesagt, sind dann Taten des Körpers. Genau, ja. Hajj vollziehen zum Beispiel, ja. Sadaqa, ja. Da'wa, indem ich eben rausgehe und so weiter und so fort. Naam? Beten. Al-Jihad fi sabilillah. Arbeiten ist an sich keine Ibadah. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das nicht als Ibadah auferlegt. Aber wir werden belohnt für das Arbeiten. Wir werden belohnt für das Arbeiten, wenn wir damit beabsichtigen, dass wir Allah Azza wa Jal dienen, indem wir unsere Familie versorgen, indem wir den Armen spenden und so weiter und so fort. Dann wird das auch belohnt. Aber es ist kein Gottesdienst an sich, wie das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, ja? Alle guten Taten, die man für Allah tut, und zwar mit dem Körper. Also nicht mit der Zunge, sondern die Handlungen. Gut. Was sind nun verborgene Taten? Zum Beispiel das Fasten. Wenn man, gut, das macht. Aber wir haben ja gesagt, was bedeutet verborgen? Was meinen wir mit verborgen? Also im Herzen. Was sind die Taten des Herzens? Ja? Aufrichtigkeit. Genau, Al-Ikhlas, ja. Was noch? Gottesfurcht. Gut, das Wissen, ja, aber es ist halt keine Tat, das ist dann eine Aussage des Herzens.
Die Dankbarkeit hast du erwähnt. Die Liebe wurde erwähnt. Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Die Furcht vor Allah. Hoffnung. Geborgenheit zu fühlen. Sehnsucht nach Allah Azza wa Jal. Das sind alles Taten des Herzens. Und somit haben wir nun alle Aussagen, verborgene und offenkundige, und alle Taten, verborgene und offenkundige. All das ist Ibad. Und wenn also Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ilahiyya oder Tawhid al-Ubudiyya, nenn es wie du möchtest, wenn es nun die Bestätigung ist, die Bestätigung, dass Allah einzig das Recht hat, angebetet zu werden, gedient zu werden, also einzig das Recht auf Ibadah hat, dann bedeutet das, es ist die Bestätigung, dass ich die offenkundigen Aussagen nur für Allah ausspreche. Und dass die verborgenen Aussagen auch nur für Allah ausgesprochen werden durch das Herz. Und dass die verborgenen Taten nur für Allah umgesetzt werden und ausgeführt werden. Und dass die offenkundigen Taten nur für Allah ausgeführt werden. Das heißt, ich glaube nur, so wie es Allah mir auferlegt hat. Ich mache diese Adhkar und lese Koran nur für Allah, tabaraka wa ta'ala. Ich hoffe nur für Allah, liebe nur für Allah und so weiter und so fort. All diese Sachen, die mit der Ibadah zu tun haben, müssen einzig und allein für Allah sein. Wenn ich jemanden anderen anbete außer Allah, ist das Schirk. Wenn ich jemanden anderen um Hilfe bitte, natürlich in einer Angelegenheit, die der Mensch nicht vollbringen kann. Natürlich, wenn ich krank bin und ich möchte über die Straße, und kannst du mir ganz kurz helfen, das ist kein Schirk. Ja? Aber wenn ich zu einem gehe und sage, oh Verstorbener im Grab, bitte heile mich. Kann er heilen, dieser Verstorbene? Er kann es nicht. Also darf ich von ihm nichts bitten, was er nicht kann. Und genauso ist es, wenn ich zu einem Lebenden gehe und sage, bitte gib mir Versorgung. Natürlich, es ist kein Schirk, wenn ich zu einem gehe und sage, darf ich bei dir arbeiten? Das ist kein Schirk. Aber ich darf nicht einen bitten, dass er die Rolle des Versorgers, der natürlich Allah Azza wa Jal ist, dass er diese Rolle spielen soll und so weiter und so fort. Das bedeutet, At-Tawhid, und das ist der Sinn des Lebens und das ist der Sinn, warum die Propheten entsandt wurden, warum die Bücher offenbart wurden, warum Allah Azza wa Jal diese Welt erschaffen hat. At-Tawhid bedeutet, ich diene einzig Allah und keinen anderen diene ich. Und zwar alle Facetten des Dienstes, alle Facetten der Ibadah, ob offenkundig oder verborgen, ob Aussagen oder Taten. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Die Liebe Allahs ist also eine Ibadah, die Allah liebt und verlangt und uns auferlegt hat. Also müssen wir gucken, dass wir keinen anderen außer Allah lieben. Heißt das jetzt, ich darf nicht mehr meine Mutter lieben oder meine Ehefrau lieben oder meine Kinder lieben oder meine Verwandten lieben? Darf ich diese Menschen nicht lieben? Nein, es gibt einen Unterschied zwischen der natürlich veranlagten Liebe, wie zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Mutter und Kind, zwischen Brüdern und so weiter und so fort. Das ist eine natürlich veranlagte Liebe. Aber diese Liebe darf nicht wichtiger sein als die Liebe zu Allah. Und deswegen ist die Gehorsamkeit gegenüber Allah wichtiger als die Gehorsamkeit gegenüber einem anderen. Das heißt, wenn jemand, den ich normalerweise liebe, ob das jetzt die Ehefrau ist oder die Mutter, der Vater, die Kinder, der Sohn, die Tochter ist, wenn sie mir von mir verlangen, dass ich sündige, aber Allah verlangt mir, dass ich nicht sündige, dann muss welche Liebe nun stärker sein? Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage also meiner Mutter, meiner Ehefrau, meiner Tochter, meinem Sohn, ich sage meinem Bruder, meinem Onkel, ich sage ihm, ich liebe euch, aber ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala mehr. Und ich möchte euch wirklich
gehorchen, aber ich muss Allah Azza wa Jal mehr gehorchen. Und wenn ihr mir etwas sagt, was verboten ist, darf ich euch nicht folgen, sondern ich muss das tun, was Allah Subhanahu wa Ta'ala von mir verlangt hat. Allah Azza wa Jal sagt auch, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, also und hoffen auf seine Barmherzigkeit. Also Ar-Raja, die Hoffnung ist auch eine Ibadah. Und das ist eine Ibadah von was? Wer führt dieses aus, diese Ibadah? Das Herz. Ar-Raja ist eine Tat des Herzens. A'amalun min a'mali al-Qulub. Also soll ich hoffen auf Allahs Gnade, auf Allahs Barmherzigkeit, auf Allahs Güte. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Auf der anderen Seite fürchten wir Allah tabaraka wa ta'ala. Auch hier gibt es zwei Arten der Furcht. Eine natürlich veranlagte Furcht und Angst und eine Angst, die eine Ibadah ist. Die natürlich veranlagte Furcht ist die Furcht vor gefährlichen Tieren, wie zum Beispiel einem Löwen oder einer giftigen Schlange oder irgendeinen anderen Tieren. Oder die Furcht vor einem Menschen, der ein Tyrann ist und so weiter und so fort. Das ist eine natürlich veranlagte Furcht, eine natürlich veranlagte Angst. Ja, das ist eine Art Schutz für den Menschen, damit er sich nicht in Gefahr begibt. Das ist kein Schirk. Also da darf niemand kommen und sagen, ich habe Tauhid gelernt, ich darf nicht mehr vor dem Löwen Angst haben. Ansonsten bin ich ein Muschrik. Das ist natürlich nicht richtig. Ja? Sondern du solltest auf jeden Fall Angst vor einem Löwen haben und dann die Beine in die Hand nehmen und zwar so schnell wie möglich weg da. Aber was ist nicht erlaubt? Ich darf keine Furcht haben vor einem Geschöpf, sodass ich Allah nicht mehr anbete. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind überhaupt nicht in Gefahr. Sie sind überhaupt nicht in Gefahr. Also es gibt keine Anhaltspunkte, dass sie jetzt in den Knast geworfen werden, dass sie umgebracht werden, dass sie gefoltert werden, nichts. Aber er fürchtet sich und deswegen kommt er nicht in die Moschee, zum Beispiel. Oder deswegen betet er nicht. Oder deswegen zieht sie kein Hijab an. Ist was, hat man dir gedroht, dass du, wenn du Hijab trägst oder wenn du betest oder wenn du in die Moschee kommst, dass du dann ins Gefängnis gebracht wirst? Nee. Hat jemand gesagt, hör mal zu, ich sehe dich noch einmal, sehe ich dich beten und spring dich um? Nee, auch nicht. Hat dich jemand irgendwie so angeredet, dass du merkst, okay, Junge, der meint's ernst und der wird mich wirklich foltern? Nein. Warum gehst du nicht in die Moschee? Ich habe Angst. Angst vor wem? Angst vor wem? Also diese Art Angst darf nur gelten für Allah subhanahu wa ta'ala. Darf nur gelten für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Man darf nicht Angst haben vor Sachen, die überhaupt keine Anhaltspunkte haben. Oder zum Beispiel, wie es auch einige gibt, die sagen dann, zum Beispiel, der lebt hier in Deutschland und dann reden wir über irgendeinen Verstorbenen. Es mag ja sein, und das, daran glauben wir ja, dass es Menschen gab, die sehr gottesfürchtig waren. Awliyaullahi tabaraka wa ta'ala, die Gefolgsleute Allah subhanahu wa ta'ala, die haben viel getan für sich selbst, nicht für dich. Für sich selbst haben sie viel getan. Sie haben viel gebetet, viel gefastet, viel geopfert, viel gepilgert und so weiter und so fort, viel Koran gelesen. Das haben sie getan und Allah, möge Allah sie reichlich belohnen dafür. Aber jetzt gibt es Leute, die fürchten diese Menschen, diese verstorben. Psst, der hört dich. Psst, der macht dir dann etwas. Ach, der ist schon tot, seit 1500 Jahren ist er schon tot oder seit 300 Jahren ist er tot. Nix, der kann dich hören. Der macht diese Art von Furcht. Ist eine Furcht, die gilt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah ist der Allhörende, der Allsehende. Nur Allah subhanahu wa ta'ala lenkt die Angelegenheiten. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, pass auf, du darfst nicht so schlecht über ihn reden, ansonsten passiert dir was. Diese Art von Furcht ist ein Schirk. Ist natürlich Schirk, wenn du denkst, dieser Verstorbene lenkt die Angelegenheiten auf dieser Welt, er kann dir die Versorgung unterbrechen, er kann dir Krankheiten schicken, er kann die Heilung verzögern und er wird dich hören, er wird dich bestrafen. Subhana Rabbi al-Azim. Das ist ja ein Gott, das ist ja jemand, der göttliche Macht besitzt und das ist Schirk. Diese Art der Furcht
ist Schirk. Also haben wir natürlich veranlagte Furcht oder eine natürlich veranlagte Angst, das ist keine Art Schirk. Aber die andere Form des Schirk, dass du denkst, der Mensch kann dir etwas tun, obwohl er schon tot ist. Obwohl er überhaupt nichts mehr machen kann, dass er übermenschliche Kräfte besitzt, ja, die göttlich sind, das ist Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Verfasser hier sagt, bereits in der ersten Sura des Koran fasst Allah diese drei Säulen zusammen, indem er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Welche drei Säulen sind hier zusammengefasst? Die Säulen der Ibadah. Die Säulen der Ibadah. Al-Ibadah steht auf Säulen. Wir haben gesagt, Al-Ibadah ist was? Alles, was Allah liebt an Aussagen und Tat, offenkundig oder verborgen. Das ist Al-Ibadah, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah es definiert. Nun gibt es Säulen dieser Ibadah. Die Säulen sind was? Die Liebe, die Hoffnung und die Furcht. Das sind die drei Säulen der Ibadah. Und diese drei Säulen sind auch in Suratul Fatiha erwähnt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Im ersten Vers kommt die Liebe zum Ausdruck. Wie denn, bitteschön? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wo steht denn da was von Liebe? Ja? Und warum lobpreisen wir ihn? Naam? Und warum lieben wir ihn? Was heißt denn Rabb al-Alamin? Rabb al-Alamin. Ja? Und was bedeutet Herr der Welten? Ja? Genau, er versorgt uns. Er pflegt uns. Er kümmert sich um uns, subhanahu wa ta'ala. Er lenkt unsere Angelegenheiten. Und wenn jemand so gütig ist, dann liebst du ihn. Und deswegen lobst du ihn und lobpreist du ihn. Also deswegen bedankst du dich bei ihm. Und das ist eben die Liebe. Dann geht es weiter. Also im ersten Vers kommt die Liebe zum Ausdruck. Allah ist der Wohltäter und der Wohltäter wird entsprechend seiner Gaben geliebt. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Der zweite Vers drückt Hoffnung aus. Warum? Ar-Rahman Ar-Rahim, warum, woher entnehmen wir hier die Hoffnung? Genau, weil hier die Barmherzigkeit und die Gnade und die Güte Allahs Azza wa Jal erwähnt wird. Denn der durch Barmherzigkeit charakterisiert wird, dessen Barmherzigkeit wird erhofft, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Was ist denn der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Was ist da der Unterschied? Na. Dass Rahman Allah wird für jeden Menschen auf dieser Welt gerecht sein, aber ein Akhirah Rahman nur für die Muslime. Rahim. Genau. Also eine Interpretation lautet, Ar-Rahman bedeutet, er ist barmherzig mit allen Geschöpfen, ob gläubig oder nicht gläubig, ob Pflanzen oder Tiere oder irgendetwas anderes. Er ist barmherzig mit allen Wesen. Ar-Rahim ist eine spezielle Barmherzigkeit für wen? Für die Gläubigen. Und zwar Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah wird nur der die Gnade genießen, der auch an Allah geglaubt hat und natürlich an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und alle anderen Säulen des Glaubens. Aber diejenigen, die nur an Allah glauben, dass er der Schöpfer ist und dass er existiert, aber ansonsten nichts, so wie die Mushrikin, sie haben ja an die Existenz Allahs geglaubt. Aber sie haben gesagt, es gibt noch andere Götter, die diese Welt noch lenken, außer Allah Azza wa Jal. Und sie können uns helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder diejenigen, die an Allah glauben, dass er existiert, aber nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er der letzte aller Propheten ist. Diese werden die spezielle Barmherzigkeit, die spezielle Gnade Yawm al-Qiyamah nicht genießen werden, möge Allah Azza wa Jal mit uns sowohl im Diesseits als auch im Jenseits gnädig sein. Der dritte Vers bringt die Furcht zum Ausdruck. Wie denn? Ja? Ich von
Also Maliki Yawm al-Din, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Woher kommt jetzt die Furcht, wenn ich diese Ayah lese? Kein Entkommen, Yawm al-Qiyam. Du wirst bestraft werden oder auch belohnt, aber du wirst zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyam. Und das wird natürlich einem in seinem Herzen dazu bringen, dass das Herz fürchtet, dass das Herz Furcht empfindet, dass das Herz diese Gefühle nun produziert, und zwar die Gefühle der Furcht. Denn jeder von uns weiß, dass er sündigt. Jeder Sohn Adams sündigt. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jalla uns nicht bloßstellen. Aber die Ibadah nun besteht eben nicht nur aus Furcht und nicht nur aus Hoffnung und nicht nur aus Liebe, sondern die Ibadah besteht aus diesen drei Aspekten: Liebe, Hoffnung und Furcht. Und deswegen fasst Allah Azza wa Jalla diese Sache in dem vierten Vers nun zusammen, indem er sagt: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Also dir dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Das heißt, diese Ayah, diese vierte Ayah fasst diese Punkte zusammen: die Liebe, die Hoffnung und die Furcht. Ibn Qayyim rahimahullah azza wa jal sagte: Al-Ibadah hiya ghayatul hubb ma'a ghayatil dhulli wal khudu'. Also Al-Ibadah ist die vollkommene Liebe und die vollkommene Hingabe und Demut. Das ist Al-Ibad. Das heißt, man liebt Allah Azza wa Jal, und weil man ihn so liebt, wirft man sich vor Allah Azza wa Jal nieder. Es gibt also keine höhere Stufe der Liebe. Und das können wir vielleicht noch näher verstehen, wenn wir uns zum Beispiel diese Jugend anschauen oder auch Nicht-Jugendliche, wenn sie ein Idol haben, ein Idol, ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Schauspieler, ist ja egal. Was ist die erste Stufe der Liebe, die unterste Stufe der Liebe? Das ist nicht die unterste. Ja? Also stell dir mal vor, da gibt es jemanden, der sieht einen Schauspieler, der gefällt ihm. Was ist das Erste, was er macht? Aussehen. Ja, bevor er sofort. Also niemand hat sein Aussehen geändert nach dem ersten Film oder nach dem ersten Fußballspiel. Er tut ihn kennenlernen. Also genau, und er redet über ihn. Hast du nicht gesehen? Guck mal, das ist einer und so. Er redet über ihn öfters. Öfter als jemand, der ihn uninteressant findet. Ach was, der hat nichts drauf, der ist nicht interessant. Wenn er nun mehr und mehr diese Person liebt, dann kommen wir zu was? Hingabe und Nachahmung. Er will so aussehen wie diese Person. Das heißt, warum will man so aussehen wie diese Person? Weil man sich hingezogen fühlt zu dieser Person. Man liebt diese Person. Ob diese Person nun recht hat, geliebt zu werden oder nicht, das ist nicht unser Thema. Wir wollen nur jetzt mal verstehen, was passiert, wenn man jemanden immer mehr und mehr liebt. Die höchste Stufe nun der Liebe, die allerhöchste Stufe, es gibt keine höhere Stufe, ist, man wirft sich vor dem Geliebten nieder. Und deswegen ein Muslim, wenn er betet, wenn er diese Ayat liest, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, der muss diese Ayat genießen. Warum? Weil er denkt an die ganzen Gaben. Und deswegen ist es ein Sinn, eine Weisheit, eine Hikmah dahinter, dass wir Al-Fatiha so oft lesen sollen, dass du dir bei jedem Mal eine andere Gabe vorstellst. Das ist genauso wie jemand, der zum Beispiel, sagen wir, bleiben wir mal beim Essen, heute hat er das Gericht, am nächsten Tag hat er ein anderes Gericht vor sich und jedes Mal genießt er dieses Gericht. Und so du auch, wenn du betest, Allahu Akbar. An was denkst du? Du denkst zum Beispiel, Mashallah, ich habe Eid gefeiert, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Natürlich sagst du nicht, Mashallah, ich habe Eid gefeiert. Ja? Du liest ja nur Al-Fatiha. Aber du denkst an die Gabe. In der nächsten Surat Al-Fatiha, in der zweiten Raka,
Denkst du zum Beispiel, Mashallah, ich bin gesund. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. In der dritten Raka'a denkst du an etwas anderes. Alhamdulillah, wir sind eine Umma, wir konnten uns zusammentreffen. Alhamdulillah. Und so weiter und so fort. Damit genießt du das Gebet. Und damit genießt du diese Ibadah. Und damit vergegenwärtigst du dir immer, dass Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala all diese Gaben uns gegeben hat. Das heißt, diese Art der Liebe führt dazu, dass man sich niederwirft. Wenn du dann sagst, Allahu Akbar, natürlich nach dem Rukua, Allahu Akbar und dich niederwirfst, dann musst du dich niederwirfen, weil du Allah liebst. Du liebst ihn so sehr, dass du dich vor ihm niederwirfst. Und dann wird man nicht verspüren, dass es eine Last ist. Geht der Imam heute noch irgendwann wieder hoch? Ja, sondern man empfindet, Mashallah, ich will noch mehr. Subhana Rabbi al-A'la. Ja, das muss man, dann genießt man diese Gedenksprüche auch. Und dann wird man auch viel mehr von Allah bitten, weil du weißt, Allah Azza wa Jal, den du liebst, er ist gnädig. Subhanahu wa ta'ala, also bittest du Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ الصَّلَاةِ. Also das, was mir Freude bereitet, ist das Gebet. Das ist das, was ihm am meisten Freude bereitet. Wo er es am meisten genießt, ist, wenn er betet, عليه الصلاة والسلام. Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte auch, Al-Ibada ist wie ein Vogel. Wie ein Vogel. Dessen Kopf ist die Liebe. Und dessen Flügel ist auf der einen Seite die Hoffnung, auf der anderen Seite die Furcht. Ist der Kopf weg, gibt es keine Liebe, ist dieser Vogel tot. Und der Vogel bezeichnet ja was? Steht für die Ibadah da. Ist der Kopf weg, gibt es keine Ibadah mehr. Ist die Liebe weg, wie willst du Allah anbeten und dienen, wenn du ihn nicht liebst? Ist die Hoffnung weg oder die Furcht weg, dann kann dieser Vogel nicht fliegen. Dann ist die Ibadah unvollkommen. Warum dieses Beispiel? Denn es gibt Menschen, die sagen, nee, 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 wir dienen Allah nur aus Liebe. Was heißt nur aus Liebe? Wir wollen von ihm nichts. Weil Hoffnung bedeutet, auf was hoffst du denn? Ja, was, Yawm al-Qiyamah? Als Paradies und so, die Belohnung und so weiter. Und was, warum hast du Furcht? Vor der Hölle und so weiter. Es gibt Leute, die sagen, nee, 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 wir lieben Allah nur aus Liebe. Ja, wir nur aus Liebe, wollen nichts von Allah. Ist das die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Hat uns Rasul, alaihi salatu wasallam, es so auferlegt und so befohlen, verlangt von Allah nichts? Nein. Sondern Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt uns, wir sollen Allah bitten und anflehen und von ihm verlangen. Denn das ist unsere Al-Ibadah, die wir ausführen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Leute, die lieben Allah nur durch Hoffnung an. Sie haben überhaupt keine Furcht vor Allah. Nö, nö, mir wird nie was passieren. Du sündigst so. Ja, Ghafur Rahim. Allah Azza wa Jal. Ghafur Rahim, ja. Ja, und was ist, wenn er dich beschreibt? Nix. Nee, nee, nee. Allah vergibt jedem. Allah vergibt aber nicht jedem. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam und Hawa aus dem Paradies geworfen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Völker vernichtet. Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig an Yawm al-Qiyamah. Wird er zornig sein, wie mehrere Propheten dann sagen, wie in einem Hadith erwähnt wurde. Er ist so zornig, er war noch nie so zornig vorher, er wird noch nie so zornig sein nachher. Das heißt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, Ghafur und Rahim, aber er ist auch Shadidul Iqab. Also Ghafur Rahim bedeutet was? Dass er allvergebend und allverzeihend ist und allgnädig ist. Aber er ist auch stark oder streng in der Bestrafung. Shadidul Iqab subhanahu wa ta'ala. Und deswegen brauchen wir eine Balance zwischen Hoffnung und Furcht. Das ist die gesunde Ibadah, die richtige Ibadah. Du liebst Allah, aber du gleitest dann in deinem Flug hin zu Allah subhanahu wa ta'ala durch Hoffnung und Furcht. Wie muss das sein?
Je mehr du gute Taten hast, wenn du betest, dann vermehrt sich was bei dir im Herzen? Die Hoffnung auf die Belohnung Allahs, Azza wa Jal. Wenn du sündigst, vermehrt sich was, überwiegt was? Die Furcht vor der Strafe Allahs und der Unzufrieden Allahs, Unzufriedenheit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Das ist die Ibadah. Diese Ibadah wird nur dann angenommen, eine Ibadah wird nur dann angenommen, wenn zwei Voraussetzungen vorhanden sind. Erstens, Al-Ikhlas. Und zweitens, Al-Mutaba'a. Erstens, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Das bedeutet, warum machst du die Ibadah? Wofür machst du die Ibadah? Für wen machst du die Ibadah? Das ist die Frage nach Al-Ikhlas. Warum machst du es? Ich mache es für Allah. Wofür? Für Allah. Für wen? Für Allah. Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Die zweite Frage ist, wie machst du die Ibadah? Auf welche Art und Weise machst du die Ibadah? Da muss die Antwort wie lauten? Aufrichtig, das ist der erste Punkt. Aber das Wie, ja? Genau, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeführt hat. Al-Mutaba'a ist die Befolgung. Und deswegen reden die Ulama bei der ersten Bedingung von Tawhid al-Ibadah und bei der zweiten Bedingung von Tawhid al-Ittiba'a. Wie, gibt es noch andere Tawhid außer Tawhid von Allah? Tawhid al-Ittiba' bedeutet, dass du einzig und allein wem folgst? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses. Ashhadu an la ilaha illallah sagt dir, wo willst du hin? Ich will zu Allah. Zur Zufriedenheit Allahs. Zur Belohnung Allahs, zur Gnade Allahs, zum Paradies, das Allah versprochen hat für die Gläubigen. Und zweitens, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, erklärt dir, wie gelangst du nun zu Allah? Und so wie es nur ein Ziel gibt, was ist unser Ziel? Allah. Also die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal, die Belohnung Allahs Tabaraka wa Ta'ala, so wie es nur ein Ziel gibt, so gibt es auch nur einen Weg hin zu diesem Ziel. Es gibt nicht unendlich viele Wege zu Allah, wie einige es sagen. Nein, es gibt nur einen einzigen Weg und das ist der Weg von wem? Der Weg des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah sagt zu der ersten Voraussetzung, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Also diese Ayah belegt, dass wir in der Religion aufrichtig sein müssen. Das heißt, dass wir nur für Allah dies umsetzen, für keinen anderen. Denn es gibt Menschen, die nehmen den Islam an, nicht für Allah, für irgendetwas anderes. Und der Rasul a.s. hat ja diesen Hadith erwähnt, und zwar, die Taten sind entsprechend der Absicht. Innama al-amalu binniyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Und jeder Mensch bekommt gemäß seiner Absicht. Also bekommt die Belohnung gemäß seiner Absicht. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Derjenige, dessen Auswanderung, Flucht für Allah und seinen Gesandten ist, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dessen Auswanderung ist nun für Allah und seinen Gesandten, also er wird demnach belohnt, die Belohnung, die jeder bekommt, der tatsächlich für Allah ausgewandert ist. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Und wer auswandert, um etwas von dem diesseitigen Leben zu erlangen, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, oder um eine Frau zu heiraten, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَهَاجَرَ إِلَيْهِ,
Also dessen Auswanderung ist eben dazu. Und hier haben die Gelehrten gesagt, bei dem ersten Punkt, wer auswandert für Allah und dem Gesandten, was hat da der Prophet gesagt? Wer auswandert für Allah und den Propheten, was ist dann? In diesem Hadith jetzt, in diesem Hadith, wie geht es jetzt weiter? Wer auswandert für Allah und seinen Gesandten, alayhi salatu wasalam? Nee, hier geht es nicht um Sünden im Hadith. Der wandert aus für Allah und seinen Gesandten. Okay? So, und beim zweiten hat er was gesagt. Und wer auswandert für diesseitige Sache oder für Heirat? Wie geht es jetzt weiter? Was hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dessen Auswanderung ist dafür. Dessen Auswanderung ist dafür. Punkt. Was ist jetzt der Unterschied? Das heißt für Allah, das heißt für Allah. Im Wortlaut, im Wortlaut. Wir schauen uns jetzt gerade nur den Wortlaut an. Wir vergleichen den ersten Satz mit dem zweiten Satz. Was ist da der Unterschied, ja? Da erwähnt er, wenn er Allah und seinen Gesandten erwähnt, erwähnt er die Antwort darauf auch für Allah und seinen Gesandten. Also komplett. Ja. Und bei der anderen Sache zählt er zwei oder mehrere Sachen auf und sagt er nur dafür und nicht... Genau. Bei der ersten Absicht hat er die Absicht noch einmal wiederholt. Wer für Allah und seinen Gesandten auswandert, der ist für Allah und seinen Gesandten ausgewandert. Er hat hier die Absicht noch einmal komplett wiederholt. Den ganzen Wortlaut. Aber bei der zweiten Absicht, wer für eine irdische Sache oder weltliche Sache auswandert oder zu heiraten, hat er hier die Absicht nochmal den Wortlaut erwähnt? Nein, sondern er hat gesagt, der wandert eben dafür aus. Warum? Warum hat er sich begnügt mit dem Wort, der wandert dafür aus? Warum hat er nicht gesagt, der wandert für eine weltliche Sache und für eine Frau aus? Weil egal, was er für die Dunja macht, ist dann das Gleiche. Also nicht. Genau, weil es wertlos ist. Es hat nicht mehr so viel, nicht mal so viel Wert, dass er es nochmal erwähnen soll. Das ist eine schlechte Absicht. Das ist eine ungültige Absicht. Das ist eine Absicht, die brauche ich nicht noch einmal zu wiederholen. So schlecht ist sie. Also hier in diesem Hadith wird erwähnt, wie wichtig die Absicht ist. Al-Ikhlas. Und das ist die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses, La ilaha illallah, wie wir inshallah noch detaillierter sehen werden, was dieses Glaubensbekenntnis bedeutet und welche Bedingungen es hat und so weiter. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt oder der Beleg für den zweiten Punkt, was war der zweite Punkt? Was war der zweite Punkt? Neben Ikhlas gab es die Befolgung und auf Arabisch Al-Mutaba'a. Da sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Und was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Das heißt, diese Ayah belegt, dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen müssen. Denn es gibt Menschen tatsächlich, die sagen, ich nehme die Sunna nicht. Ich nehme nur den Koran. Das ist ja mal immerhin was, ne? Ich nehme nur den Koran. Und was ist jetzt mit der Sunna? Ne, wo steht denn bitte schön, dass ich die Sunna nehmen soll? Das sind Ansichten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber die sind für mich nicht bindend. Bindend ist nur der Koran. Dann müssen wir diese Person fragen, hast du denn auch die richtige Ausgabe vom Koran? Weil im Koran selbst steht, und was der Prophet euch auferlegt, das sollt ihr machen. Und was er euch verbietet, das sollt ihr unterlassen. Und deswegen gibt es viele Menschen, wenn sie argumentieren, steht nicht im Koran. Ja gut, dann dürfen wir das nochmal erklären. Also, es steht nicht alles im Koran. Nicht alles steht im Koran, wie oft wir am Tag beten sollen. Die Leute, die nur den Koran nehmen, die beten nicht fünfmal. Die sagen, nö, wir beten dreimal. Es wurde nämlich im Koran nur drei Zeiten erwähnt. Ja, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch die Zeiten erläutert. Steht im Koran, wie wir die Pilgerfahrt
ausführen sollen. Steht nicht, steht da, wie viel Zakat wir bezahlen sollen. Steht auch nicht. Steht da, dass wir mit rechts essen sollen und trinken sollen. Steht auch nicht. Und so weiter und so fort. Im Koran stehen die Grundlagen. Stehen die allgemeinen Regeln. Natürlich, einige Sachen werden detailliert erklärt. Aber nicht alle Sachen. Der Rest wird in der Sunna erklärt. Wo steht nun im Koran, dass ich die Sunna befolgen soll? Eben zum Beispiel diese Ayah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Was der Prophet euch gegeben hat, das nehmt. Also das sollt ihr umsetzen. Und was er euch verboten hat, das sollt ihr vermeiden. Oder das sollt ihr, da sollt ihr euch davon fernhalten. Na. Genau, die Sunna erklärt uns, wie wir den Koran verstehen und erklärt uns, wie wir die allgemeinen Regeln und Fundamente im Koran umsetzen. Genau. Genau, also wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Genau. Derjenige, der den Gesandten horcht, ist der gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala. Die Ibadah, also die Voraussetzungen, sind noch einmal wie viele? Zwei. Al-Ikhlas und Al-Mutaba'ah. Wir müssen also Allah azza wa jal aufrichtig anbeten und verehren und diese Gottesdienste, Al-Ibadat, aufrichtig für Allah umsetzen und wir müssen das tun wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und hier möchte ich noch einmal zum Schluss wiederholen, das habe ich schon mal erwähnt. Was waren noch mal die Voraussetzungen der Mutaba'a? Das müssen wir inshallah öfters wiederholen, dass das auch sitzt. Was waren die Voraussetzungen der Mutaba'a? Die Voraussetzungen der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, wie? Da gab es mehrere Voraussetzungen, die ich erwähnt habe. Wir haben gesagt, erstens, der Gottesdienst muss durch Koran und Sunna erst einmal, also es muss eine Aufforderung geben in Koran und Sunna, dass wir diesen Gottesdienst ausüben sollen. Das heißt, ich habe da ein Beispiel gegeben. Wenn ein Mensch in die Wüste geht und sagt, so, ich werde mich foltern für Allah subhanahu wa ta'ala, werde ich in der Sonne stehen von 12 Uhr mittags bis 16 Uhr. Fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala mache ich das. Für keinen anderen, ich werde es euch gar nicht erst sagen und keiner wird mir zuschauen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagen wir dann? Dann sagen wir, das ist eine Erneuerung, das ist eine Bid'ah. Warum denn? Ist es schlecht? Allah Azza wa Jal sagt doch, wir sollen unsere Nefs erziehen, ja, und wir sollen unsere also Seele erziehen. Dann sagen wir, ja, aber er hat nicht gesagt, so. Das heißt, diese Ibadah wurde nicht von uns verlangt. Dann kommt er und sagt, alles klar, habe ich verstanden. Ist das Gebet, wurde von uns verlangt, dass wir beten? Ja, wurde verlangt. Super, also sagt mir jetzt bitte nicht mehr Bid'ah. Ich werde Salatul Subh 4 Rak'a beten, weil wenn ich schon aufstehe und ich müde bin, dann will ich auch gleich mehr beten. Also bete ich Subh 4 Rak'a am Stück. Was sagen wir ihm? Nicht nur Sunna, sondern? Wo ist der Beweis dafür? Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht gemacht. Also muss die Anzahl der Ibadah vorgeschrieben sein. Du darfst die Anzahl nicht einfach so ändern. Dann sagt er, okay, habe ich verstanden. Gut, Ramadan sind doch 30 Tage, oder nicht? Ja, sind 30 Tage. Super. Ehrlich gesagt, im Sommer wäre ich fast umgekippt beim Fasten. Also faste ich im Dezember die 30 Tage. Und wehe, ihr sagt mir jetzt wieder Bid'ah. Dann sagen wir, Bid'ah, warum? Weil du den Zeitpunkt nicht eingehalten hast. Kannst du nicht einfach so einen Zeitpunkt ausdenken. Ja? Also der Zeitpunkt muss eingehalten werden bei der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sagt, okay, habe ich verstanden, alles klar. Wisst ihr was? Al-Hajj ist eine super Sache, aber so langsam wird es mir zu teuer. Ich kann nicht pilgern.
Ich werde 7 Umrundungen, sind ja 7, keine 8 oder nicht, in Dhul-Hijjah oder nicht, der 9. ist Arafah und so weiter und so fort, 9. von Dhul-Hijjah und so weiter. Und Al-Hajj wurde doch auferlegt oder nicht, alles klar. Also gehe ich zum Wasserturm, drehe meine 7 Runden dort und wehe, sagt mir jetzt Bid'ah. Und das mache ich nur für Allah, subhanahu wa ta'ala. Das mache ich nachts, sodass mich keiner sieht, für fi sabilillah. Dann sagen wir, was? Bid'ah. Warum denn jetzt schon wieder? Das baue ich alles Bid'ah. Dann sagen wir, weil du den Ort nicht eingehalten hast. Wenn der Ort vorgeschrieben ist, dann ist die Voraussetzung der Befolgung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass du auch den Ort einhältst. Das sind die Voraussetzungen der Mutaba'a. Voraussetzungen der Befolgung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also, der Gottesdienst an sich muss durch Koran und Sunna belegbar sein. Die Anzahl, die Zeit, der Ort und die Art und Weise. Kommt jemand und sagt, wisst ihr was, das mit dem Wudu, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, erstmal die Füße zu waschen. Und deswegen fange ich damit an, ich wasche mir die Füße und gehe rückwärts bis zum Mund. Ja? Weil dann am Ende will ich so einen frischen Kopf haben, noch von dem Wudu, und deswegen mache ich das. Dann sagen wir auch, das ist eine Bid'ah. Warum? Weil du die Reihenfolge, die Art und Weise nicht eingehalten hast. Diese Voraussetzungen müssen eingehalten werden, damit man sagt, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Da kann hier nicht jemand kommen und sagen, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt, aber er ändert die Anzahl oder die Zeit oder den Ort oder die Art und Weise des Gottesdienstes, also der Ibad. Und dabei gilt nochmal die Regel, du darfst weder eine Anzahl, noch einen Ort, noch eine Art und Weise, noch einen Zeitpunkt dazu erfinden bei Ibadat, die keine Zahl, keinen Ort, keine Art und Weise haben, wie zum Beispiel Dhikr. Kommt jemand und sagt, du musst 523 Mal Subhanallah bihamdi sagen. Ja, warum denn 523 Mal? Ja, weil 3 plus 2 ist dann 5 und das ist halt super und schön und so weiter und so fort. Dann sagen wir, warum hast du denn diese Zahl festgesetzt? Ja, warum denn nicht? Nein, darfst du nicht. Du darfst keine Zahl festsetzen. Oder wenn er sagt, sag bitte Subhanallah auf der Zugspitze. Warum denn nicht unten, irgendwo im Tal? Nein, auf der Zugspitze sollst du Subhanallah sagen. Er hat einen Ort festgesetzt. Gibt es einen bestimmten Ort für Subhanallah? Oder für La ilaha illallah? Oder für einen Dhikr? Er hat also etwas hinzugefügt. Also beides ist nicht erlaubt. Weder einen vorhandenen Ort ändern, eine vorhandene Zeit ändern, eine vorhandene Anzahl ändern, eine vorhandene Art und Weise ändern, weder das ist erlaubt, noch ist erlaubt, eine nicht vorhandene Ort, Zeit, Anzahl, Art und Weise hinzuzufügen. Ich hoffe, dass das klar ist. Ja? Beides nennen wir Bid'ah. Also das sind die zwei Regeln, Ikhlas, Mutaba'a. Bei Mutaba'a haben wir gesagt, gibt es Voraussetzungen. Inshallah werden wir das noch öfters wiederholen, sodass das auch bi'idhnillahi ta'ala sitzt. Und wir werden auch sehen, was sind die Voraussetzungen des Glaubensbekenntnisses bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen mit dem reinen Glauben füllen und alle unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين